Monopoly Mogeln und Mauscheln. Bisher war Mogeln strengstens verboten. Doch ab jetzt muss geschummelt werden. Geld klauen, weiterziehen, zu viel Miete kassieren. Wer erwischt wird, wird verhaftet. Wer mogelt sich am besten durch? Monopoly Mogeln und Mauscheln von Hasbro Gaming. Spontan-Demonstration wurde telefonisch angemeldet bei der Telefonnummer 110. Bitte nicht anfassen, ich fasse Sie auch nicht an. Hier gibt es jetzt keine Versammlung mehr und auch keine Spontanversammlung mehr. Doch, das ist vor 10 Minuten genehmigt worden. Entschuldigung, ist vor 10 Minuten genehmigt worden. Da können wir leider auch nichts versammeln. Wir werden der Einsatzleiter. Werden Sie der Einsatzleiter? Werden Sie der Einsatzleiter? Werden Sie der Einsatzleiter? Wer trägt denn jetzt hier die Verantwortung für diesen Einsatz? Wer ist denn der Einsatzleiter? Ich glaube, es ist gerade berechtigt, dass wir uns beschweren, das weil denke ich aber auch. Vor 10 Minuten bestätigt worden ist. Wir haben diese Grundregelung gerade leider angemeldet. Die ist bestätigt worden auf seinen Namen und deswegen haben wir Recht darauf, da vorne zu stehen. Und wenn er fragt, wer der Einsatzleiter ist und uns gerade meint, obwohl wir nichts getan haben, ist es gerade legitim, würde ich mal behaupten, oder nicht? Das heißt, Sie sind jetzt der Einsatzleiter, der vorher nicht auffindbar war. Ist das korrekt? Der Einsatzleiter, der vorher nicht da war? Oder? Dankeschön. Bitteschön. Man geht eigentlich der Statuten nach, man ruft an, man meldet an und auf einmal kommt ein Trupp von Polizisten, prügelt einen und schlägt einen von der Straße runter, ohne erstmal nachzufragen, was überhaupt los ist. Dann gibt es minutenlang keinen Einsatzleiter für diesen Trupp, 52, 54. Das ist eine Frechheit, was hier passiert. Unverschämt, was für ein Polizeiapparat hier aufgefahren wird. Nie will jemand Verantwortung übernehmen. Nie. Das Grundgesetz ist ja nicht mehr aktuell, oder? Das Grundrecht ist erledigt? Ist das Grundrecht erledigt? Ah ja, das ist interessant. Das Grundgesetz ist erledigt, oder? Das, ach so. Das Grundgesetz ist hier nicht, das Grundgesetz ist hier nicht mehr aktuell, oder? So, dann möchte ich gerne eine Spontandemonstration auf dieser Kreuzung anmelden. Doch, doch, möchte ich. Möchte ich aber. Aufgrund des Grundgesetzes, aufgrund unserer Gesetze, aufgrund unserer Gesetze. So bitter ist das! Oh, da kommt der Gegenwind. Den Wind kann man. Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Ist alles gut. Da wird einfach der Wind genutzt und wird ein bisschen mitgelaufen. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen in die Ecke drängen. Ganz ruhig sind Menschen. Ganz ruhig. Alle sind ruhig. Stopp! Hallo! Ist ja gut! Entschuldigung, ist ja gut! Okay, also mit anderen Worten, ich habe gar keine andere Chance, als mein Grundgesetz runterzunehmen, sonst werde ich abgeführt. Sie sollten es jetzt wegpacken, ansonsten müssen wir Sie hier kompensieren. Was sind allen anderen Menschen, die hier oben? Der Grund wird abgeschaltet. Zeigen ja keine politische Meinungsäußerung. Das Grundgesetz ist keine politische Meinungsäußerung, auf gar keinen Fall. Nein, das Ganze, was hier zeigt, ist ja auch noch eine politische Meinungsäußerung. Oh, das ist ja noch mehr. Abgeschaltet. Sie wollen ja damit eine gewisse Message austragen, dass nee. Grundgesetz und noch eine Deutschlandfrage. Das ist auch nicht die Grundsatzdiskussion hier gerade im Kern. Bitte packen Sie jetzt das Grundgesetz so weg. Wenn Sie da drinnen lesen, lesen Sie da drinnen. Aber Sie sagen zu mir, dass es habe ich doch gar nicht gesagt. Habe ich zu keiner Zeit gesagt. Ich habe gesagt, dass Sie jetzt hier an Ort und Stelle keine politische Meinung äußern dürfen. Und das tun Sie, indem Sie das Grundgesetz vor der Brust halten, eine gewisse Message nach außen zeigen und deshalb sollten Sie es jetzt wegpacken. Aber nur mal so, Sie haben diese Ordnung gelesen und da steht nicht drin, dass ich keine politische Meinung äußern darf. Da steht, Sie dürfen heute hier das nicht tun. Ich darf nicht hier sein. Nein, Sie dürfen nicht hier jetzt mit dieser Message, die Sie hier nach außen tragen, hier eine Meinung äußern. Das
sowieso, ey. Darum geht's gar nicht. Nein, ich wollte mal darum geht's gar nicht. Gute Nacht, Deutschland, ey. Es ist interessant, dass sie den Sicherheitsabstand gar nicht einhalten. Es geht darum, dass sie nicht in uns kopieren. Sie halten den Sicherheitsabstand nicht ein, von dem die Rede ist im Gesetz, von dem sie sprechen. Und das ist doch nicht verboten. Sie gehen die Weg auf den Bahn. Selbstverständlich. Ich bin hier. Von da nach da auf dem Weg gewesen. Ich habe mich daran abgehalten. Kollegen, diese Personal. Vielleicht habe ich Sie darüber schon, dass Sie wahnsinnig. Ich glaube, ich habe meinen Namen vielleicht vergessen. Wie das denn? Das kann man vergessen, wenn man so bedrängt wird von den Polizeibehörden. Und Recht und Gesetz außer Kraft gesetzt sind. Stoppen, aber das lassen Sie ja nicht. Das Grundgesetz, ja, das ist schön, aber dem Sie auch verpflichtet sind. Sie sind diesem Grundgesetz verpflichtet. Das steht hier. Das kann ich Ihnen auch gerne nochmal vorlesen. Das Grundgesetz kann nicht außer Kraft gesetzt werden, guter Mann. Das Grundgesetz hat eine sogenannte Ewigkeitsklausel. Das Grundgesetz hat eine Ewigkeitsklausel. Ich bin hier gar nicht die Axt im Wald. Ich bin zwar Zimmermann, aber keine Axt im Wald. Wir haben das erste Mal gefahren in Ihrem Dorf. Was machen Sie? Sie rennen einfach weiter. Ich habe mich doch nie wieder erinnern an ein Grundgesetz. Was soll das denn? Sie haben mich bedrängt. Aufgrund dessen bin ich Ihnen losgewichen. Mehr habe ich nichts getan. Ich würde jetzt gern einkaufen. Wenn Sie meinen, Sie haben nichts falsch gemacht? Ich habe nämlich kein Toilettenpapier mehr zu Hause. Und auch keine Nudeln. Ich bin ein freier Bürger in einem freien Land. Das steht hier in diesem Grundgesetz. Von dem Sie erzählen, es wäre außer Kraft gesetzt. Das ist nicht außer Kraft zu setzen. Das geht einfach nicht. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann Ihnen an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Wo ist die Allgemeinverfügung? Aufgrund welcher Gesetze sollen meine Freiheitsrechte eingeschränkt sein? Ich bitte Sie, mir das zu sagen. Bitte lesen Sie mir vor, worum es geht. Oh, jetzt gibt es wohl eine Festnahme. Ich stehe hier als freier Bürger in einem freien Land. Gehe jetzt einkaufen. Gehe jetzt einkaufen. Dass ich einkaufen gehen möchte. Ja, aber die Kollegen sind jetzt an ihrem Ausweis. Und weil sie in der Maßnahme sind, können sie das sich das jetzt auch nicht ausvor. Die Polizei schreitet ein, gleich am Anfang. Am Neumarkt in Dresden verlesen junge Leute das Grundgesetz, nichts anderes. Und hier könnt ihr sehen, wie die dagegen vorgehen, diese Systemspacken. Unglaublich. Da kommen noch mehr. Unglaublich. Unglaublich. Die lesen nur das Grundgesetz vor, halten Abstand zu anderen Menschen und werden von den Bullen blockiert, drangsaliert, gestoßen. Hier seht ihr das, wie sie den Mann hier blockieren. Komischerweise hält die Polizei kaum 2 Meter Abstand. Genau. Sehr witzig. Unsere Bullen in Deutschland sind einfach nur feige, in meinen Augen einfach nur feige Dreckschweine. Schikanieren Alte. Warum? Durch das machen.
Dresden vor der Frauenkirche. Diese feigen Systemaffen. Encore, 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 s'il te plaît, encore. C'est magnifique. Magnifique. Magnifique.